Peggy 18. Herzlich willkommen zurück bei Amnesia A Machine for Pixel. Eine Schweinemaschine. Relax. Genau, da war zu. Wieso ruckelt denn das so gerade? Das war gestern nicht so. Alles zu. Okay, da war ich schon. Was könnte ich denn da hier machen? Vielleicht einen Geheimgang? Oder sowas? Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja ein Meister im Finden von geheimen und versteckten Dingen. Das konnte ich schon oft genug beweisen. Fragt mich jetzt nicht bei was und wo, aber ich konnte es auf jeden Fall. Nothing special. Ja, gut, dann. Ja. Pferde. Eine Uhr. Vielleicht irgendwie, dass ich im Stuhl mir was. Was freischießen muss. Nach draußen. Ach, kann ich das vielleicht aufmachen? Nein. Zu schade. Geht auch nichts. Kann ich nicht anpacken. Hier kann ich auch nicht anpacken. Habe ich vielleicht einen Schlüssel? Habe ich ein Inventar? Gibt es ein Inventar? Oh, dunkel. Und wieder hell. Nein. Dokumente, Tagebuch? Nein. Wie unvorbereitet ich bin. Komm schon. Komm schon. Memorials? Nein. Ja, Tja. Ja, hier ist gutes Rad teuer. Ich müsste jetzt mal echt. Vielleicht, ich bin hier gefangen. Das einzige, wo ich rein oder raus könnte. Jetzt, ich glaube, es ist ein bisschen leise für euch, oder? Das einzige, wo ich rein oder raus könnte, wäre ja. So, eine Tür dahinter. Ah. Ha! Okay, was ist mit dem Kind da los? Wieso ist dieses Kind da? Kind, was ist da? Ach, jetzt habe ich zugemacht. War der Schweinekopf da vorne auch schon? Ah, ich bin jetzt hinter diesem komischen Bild, oder? Oder nicht? Der Sound ist ja immer wieder verkackt laut. Oh, und jetzt habe ich's. Er handelt seine Puppe. Der lag nämlich vorher da nicht da. Also irgendwie zieren diese Schweineköpfe immer die Wege, die ich nehme. Ich mache jetzt hier mal zu. Gut. Was ist denn? Ja, höchst verstörende Zeichnungen. This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat. Ach, ich bin hinter der Badewanne. Ah, schaut euch das dann an. Da wurden Beobachtungen gemacht in der Badewanne. Und ein bisschen komische Zeichnungen natürlich. Ja.
Und Seile. Das finde ich jetzt ein bisschen. Da hatte wohl jemand was vor. Oder vielleicht nicht nur vor, sondern auch durchgeführt. Soll ich das betätigen? Aha. Kinders, ich komme! Wo seid ihr? Ich bin nämlich der Schrecken in diesem Haus. Bitch, please, ich bin der Schrecken in diesem Haus. Bitch. Ja, also, please, ich bin der Schrecken. Denn vor Peggy muss man sich wirklich fürchten, wenn er durch ein einsames Haus verlassen und alleine nachts mitten durch das Haus rennt, die Kinder jagt und Schweineköpfe hinter sich lässt. Allerdings frage ich mich gerade, wie der diese Fotografien, von der in der Badewanne gemacht hat, da waren ja gar keine Fotoapparate da. Und Gemälde waren das wohl eher nicht. Sondern wohl eher Fotografien. Da komme ich zurück. Beziehungsweise da komme ich nicht mehr zurück, warum auch immer ich die Tür nicht zurückgehen kann. Hä? Aber I was this ja schon. Oh. What a strange noise. Ich lass sie mal an. Eine Notiz. Papa sagt, dass wir nicht mit den Tieren spielen dürfen. Aha. Es geht hier wahrscheinlich um Waffen. Weil man polieren helfen lässt. Egal, jetzt immer spukt es. Aha. Hinter den Schaukästen. Ja, hinter den Wänden sind aber keine Geister, sondern die ganzen Perversen, liebe Kinder. Die da nämlich durchgucken. Ist so. Klingt komisch. Ist aber so. Nein, ich bin es nicht. Und außerdem könnt ihr noch gar nicht so weit weg sein. Oh, da geht's raus. Raus ist gut. Ich sagte, raus ist gut. Fuck. Was will ich hier eigentlich? Ich bin doch auch nur so ein Schweinebärmann hier. Licht an. Wahrscheinlich ist es total fatal, dass ich die ganzen Lichter anmache. Wahrscheinlich muss ich später alle Lichter ausmachen oder so. Oder wurde jemand geschlagen? Wurde jemand geschlagen? Nein, was nun? Hä? Hat sich was getan? Die Olle ist immer noch da. Hat sich sonst was getan? Kann ich jetzt raus? Nein. Hier hat sich aber anscheinend auch nichts getan, oder? Oder doch? War ich gerade unaufmerksam? Da steht jetzt ein Schweinekopf. Der stand wahrscheinlich vorher nicht da. Ach, das sind Masken. Das sind Schweinemasken. Kann es vielleicht sein, dass es ein Bündnis von Perversen ist, die sich dann hier so Schweinemasken überziehen und dann ganz, ganz schlimme Dinge tun mit den Kindern des Hauses. Deswegen sind die auch so komisch. Oder muss er nicht mit den Kindern, oder halt nicht nur, oder wird immer die Tür offen stehen lassen. Ne, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Kann es vielleicht sein, dass so etwas passiert ist, das wird auch die eigenartige Verhaltensweise der Tiere erklären? So. Na, ihr Tiere, was ist los? Na? Was? Wieso kann ich dem ins Gesicht fassen? Kann ich dem auch ins Gesicht fassen? Nein. Aha.
Gott, wieso ging das auf? Achso, weil ein Mechanismus. Schönen Schmetterlinge übrigens. Na, wie auch immer, schieben wir mal die Tür ganz an den Rand und gucken mal, ob wir hier die Kinnes finden. Kinnes! Wo seid ihr? Ich suche euch. Ketten, Ketten, aber keine Kinnes. Oh, was ist das? Das ist der Hammer. Ist irgendeine Steuerungseinheit hier? Mr. Chair, bitte mal, machen Sie Platz, ich möchte diese Dokumente lesen. Ja, das ist natürlich der... Das ist der Drehmoments-Oszillator-Kompensator, der hier mit dem Quotientgleichungs-Degenerationsmaterial... Was ist das für eine Riesenmaschine? Ist das die besagte Maschine, die wir aus dem Spieltitel Eine Maschine für Schweine kennen? Ist das die Schweinemaschine? Ist sie das? Das ist die Schweinemaschine. Null. Kein Druck mehr. Was aufgegangen? Habe ich jetzt irgendwas freigelassen? Habe ich jetzt irgendwas aus seinem Käfig freigelassen? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Scheint niemand da zu sein, drum verlassen wir diesen trostlosen, sorglosen Seelenort. Ah, ich kann es auch nicht weiter verstellen, also war das wohl meine Aufgabe hier. Was ist das für ein komisches Geräusch? I don't know. Dann war das jetzt wohl meine Aufgabe hier in diesem Raum. Was war das? Entschuldigung. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich dachte nur, da wären vielleicht die Kids und... Ja, gut. Dann sind die Kids da eben nicht. Gehe ich halt wieder. Sehr unhöflich. Mr. Chair, du bleibst mal hier. Keine Schweine. Hat sich hier irgendwas vertan? Ja, ich meine, geändert? Nein. Doch, der Schweinekopf ist weg, sieht er? Und da hängt eine Notiz. Das ist ein Lied. Nachdem wir jetzt alle natürlich ganz lustvoll dieses Lied tirilliert haben, fragen wir uns dennoch, wo ist der Schweinekopf verblieben? Ist er weg? Wurde er gegessen? Gestohlen? Geklaut? Geraubt? Entschuldigung, wer hat sich das erlaubt? Ich weiß nicht, warst du das? Wenn du das warst, schreib bitte eine E-Mail mit. Ich war es an die 73874. Eine E-Mail kann man keine Nummer schicken. Wobei doch. Ich meine, ich war es at packyplace.laberkeinscheiß.de. Oh. I must say, my dear man, you look awful. Yes, I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. Mexico, huh? You understand what you've been through. Oh. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Oh, ja. Oh, war die vorbei? Hör mir zu, ich habe keine Zeit jetzt. Ich muss Bälle werfen. Ich kann jetzt keine Schweine suchen, wenn hier so ein tolles... Oh, wenn hier so ein toller Spielapparat... Scheiße. Wo kann ich mal reinwerfen? Gibt's hier irgendwelche Gefäße? Ne, das war einfach nur nach oben wie so ein blödes Kind, was nach oben werfen, aber die eigene Kugel nicht mehr fangen kann. Und hopp! Boah, wie weit die rollt. Nein, rein, rein! Sackgezement.
Ja gut, das war jetzt wirklich sehr lustig. Ich nehme mir vielleicht noch die eine oder andere Kugel mit. Okay, da ist ein Gang. Da ist ebenso ein Gang. Einen Kühe vielleicht? Nein, aber ein Stuhl. Ah, da ist eine Pornomaske. Man kann die aber auch nicht aufheben. Warum kann ich die Pornomaske nicht aufheben? So, Schweine. Wo seid ihr? Kines! Moment. Kines, kein... Moment. Mandus. Do you know me? Was ist ein Mandus? Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. How? Where should I go? Hello? Hello? Also, ganz offensichtlich bin ich wohl ein Mandus. Was auch immer ein Mandus ist. Da geht's naus. Aber falsch. Ich wollte doch vorne zur Tür naus und in mein Auto und weg. So, und ich hier, ne? Hab ich den da hingestellt? Stuhl? Hab ich dich da hingestellt? Ja. So, ich muss wieder zurück. Das wäre dann hier. Da, entschuldigen Sie, Herr Bär, ich muss hier durch. Und die Maschinen wieder anstellen, sagt er. Sagt er. Er sagt zu mir, Mandus, mach Junge. Geht nicht! Ich würde wirklich gerne... Ich glaube, ich bin etwas übersteuert. Verzeihung. Ich würde wirklich gerne die Maschinen wieder anstellen, wenn es denn möglich wäre. Aber so, wenn sich das hier so zuträgt, dass ich hier nicht mal aufmachen kann und dahinter waren bloß schreiende Schweine, dann muss ich schon sagen, finde ich das höchst bedenklich. Und ich könnte hier die Abkürzung Verweilungs nehmen. Da geht's naus, aber da war, glaube ich, nichts. Vielleicht gehe ich jetzt hier mal in den anderen Gang. Da. Tür nur halb offen. Schwein ist noch da. Kugeln auch. Roll! So, kann ich da drehen? Nein. Kugel. Man braucht immer so ein... Kennt das so ein Stressball, den man immer dabei hat? So ein Stresstennisball? Hallo? Stresstennisball? Oh, das ist offen. Ach, mein Gott. Aletta. Oh Gott. Hier sind dem Professor. Ah, bam, bam, bam. In Abweisen. Hornisnest. Schwarm, Profiler, Diebe, Hals. Huren. Jack vor zumindest ein Söhn. Okay. Da geht's auch naus. Ja, was ist das denn? Die mit ihren komischen Anfällen. Immer, wenn man so Spiele spielt, kriegen die Leute irgendwelche komischen Anfälle. Appa. Weißt du, was ich meine? Hä? Meine Nase ist etwas lang. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich bin schon im Kreis gelaufen. Und doch bräuchte ich eigentlich eine Knarre. Warte mal, kann ich jetzt da... Da kann ich aufmachen. Kann ich hier vielleicht so eine Knarre betätigen? Nein, warum? Warum soll ich denn jetzt hier aufmachen? Wieso soll ich hier aufmachen können, wenn ich hier nichts verändern kann? Ja. Egal. Da war jetzt im Kreis gelaufen. Da hinten komme ich da, wo die Maschine der Schweine. Richtig, da geht's long. Ah. Nein. Hä, wieso war da zu?
Hä? Ach so, ja. Ach so, ja. Ein Badezimmer. Da schaut bestimmt jemand durch. Hallo. Also, wie wir wissen, ist dahinter ja... Also dahinter ist auf jeden Fall was. Also halt. Da kann man langlaufen. Und reingucken. Hinter den Dingern. Was ist denn das da unten? Kann ich hier drehen? Nee, kann ich da irgendwas machen? Kann ich, warum? Sind Zähne drin? Das ist jetzt hier ein total unnützer Raum, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der Raum, wo... Ah, Sixt. Dass der Raum, wo das alles so halb war, dass der dann nicht nützlich sein soll. So. Stuhl, du musst mal eben hier aufpassen. So. Und wir betätigen mal den Hebel. Aha! Haben wir schon. Ill, das ist ja Blut. Warum ist da Blut? Ist hier so ein Schwein langgelaufen? Oh, aber da liegt sowas in dem Käfigbett. Seht ihr das? Da liegt ein großes Stück. Ein großes Stück totes, wahrscheinlich totes. Oh, oh, oh. Und ein Hammer. Aber wer könnte einen solch schweren Hammer tragen? Da wäre ich doch stark verwundert. Wenn mir einer mit solch einem Hämmerlein entgegenkämen würde. Ach komm, dreh halt dann das Ding. Da. Förderband. Da klappt die Klappe nach unten. Und die Klappe klappt nach oben. Klippe die Clip. Klippe die Klappe. Da kann ich wahrscheinlich was reinlegen. Und es dann wegfördern lassen. Oh, was ist das? Da hat jemand Ratten gefressen. Also hier hat etwas gewohnt, was sehr stark ist. Weil es sehr große Werkzeuge hat. Die es aber anscheinend nicht für den Zweck eingesetzt hat, den es einsetzen sollte. Aha. Da ist etwas rausgegangen. Raus. Das müsste dann hier rauskommen. An und für sich. Tun wir wieder so, als wäre es normal. Und sehen uns dann auch schon in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir sehen, was da rausgekommen ist und wo das hingelaufen ist. Gruselig.